So, guten Morgen wünsche ich. Die Reihen haben sich gelichtet irgendwie. Ja, es ist der dritte Tag der Foskis, dann schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Und ich darf hier den Tobias Werner begrüßen. Der referiert uns beim Einsatz von Special Light in Unterwasserfahrzeugen, in teilautonomen Unterwasserfahrzeugen. Und ich denke, das ist ein interessantes Thema. Also, Feuer frei. Ja, hört man mich? Ja. Danke für die Einführung. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Kurz zu meiner Person. Ich bin Tobias Werner. Ich habe Geoinformatik studiert bis zum Master und bin seit letztem Jahr am Institut für angewandte Fotogrammetrie und Geoinformatik in Oldenburg angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und arbeite da an einem Projekt. Und der Titel lässt schon erahnen, auch wenn die Presse in letzter Zeit über autonome Fahrzeuge nicht so ganz positiv berichtet, ist heute der Vortrag mal so ein bisschen auch unter Wasser der Fokus. Wenn ich von Unterwasserfahrzeugen heute rede, meine ich so welche Gefährte. Das ist jetzt ein Open-Source-Gerät, nennt sich BlueRov 2 und ist für 3.000 Euro ungefähr erhältlich für jedermann. Und in dem Projekt, was ich gleich noch vorstellen werde, ist das quasi Kernelement. So ein Unterwasserfahrzeug hat verschiedenste Sensoren, hat verschiedenste Aktoren und wir versuchen mit diesen Unterwasserfahrzeugen ein paar Anwendungsgebiete zu erschließen. Unsere Motivation ist im Endeffekt, dass wir heutzutage viele Aufgaben unter Wasser mit so welchen Unterwasserfahrzeugen lösen können. Inspektion von Offshore-Bauwerken, Suche nach Kontaminationsquellen, Fukushima als Stichwort genannt, oder das Einsammeln von Messdaten aus einem Sensornetzwerk. Die allgemeine Entwicklung sieht gerade vor, dass diese Unterwasserfahrzeuge tatsächlich auch für jeden erschwinglich werden. Man kann einerseits individuelle, hochteure Geräte kaufen, klar, aber man kann auch, wie gesagt, diesen kleinen BlueRov 2 kaufen und selber ein bisschen herumexperimentieren. Und das ist eigentlich unser Ansatz. Rechts auf der Folie sieht man ein kleines Szenario, was im Endeffekt aus mehreren Gerätschaften besteht. Wir haben mehrere Unterwasserfahrzeuge, die mit einem Überwasserfahrzeug verbunden sind und im Endeffekt auch sogar über einen Satelliten verfügen, der halt Positionierung vornehmen kann und auch Daten übertragen kann weltweit. Was erwartet euch gleich in dem Vortrag? Ich stelle einmal kurz unser Projekt ITEMS vor. Dann möchte ich auf die Zielsetzung eingehen, was ist quasi mein oder unser Begehr. Und daraufhin möchte ich einmal zeigen, was wir für Hard- und Software einsetzen. Anschließend dann, und das ist auch eigentlich das Kernelement dieses Vortrages, die Verwaltung von Sensor, Messdaten, also Beobachtungen, die wir mit Special Light dann quasi verwalten. Und zum Schluss möchte ich nochmal kurz ein paar Ergebnisse zeigen. Einmal einen Ausschnitt, was quasi der aktuelle Stand ist und ja, wie wir weitermachen wollen. Das Projekt ITEMS ist ein Akronym für Entwicklung innovativer Technologien für autonome maritime Systeme und ist eingeteilt in 5 Teilprojekte. Ein Teilprojekt beschäftigt sich mit der kognitiven Systemmodellierung. Dort geht es um künstliche Intelligenz im Endeffekt, um quasi ein Unterwasserfahrzeug klug agieren zu lassen. Ein zweites Projekt beschäftigt sich mit Suchalgorithmen, also um Kontaminationsquellen beispielsweise aufzufinden. Ein drittes Projekt mit der optischen Unterwasser-3D-Messtechnik. Da sieht man auch unten rechts auf der Folie mal ein Kamerasystem, was aktuell in der Entwicklung sich befindet, womit wir versuchen, die Umgebung dreidimensional aufzunehmen. Das vierte Teilprojekt, und da sind auch ich und mein Professor Thomas Brinkhoff involviert, geht es um das Datenmanagement, also wie können wir die Daten klug auf diesem Gerät verwalten, effizient verwalten, eventuell verteilen und auch anderen wieder bereitstellen. Und zum Schluss geht es auch um die Entwicklung eines Überwasserfahrzeugs. Also das ist alles quasi, das sind die Elemente von ITEMS. Das Ganze wird durch die Volkswagen Stiftung gefördert und ist noch bis Ende 2020 läuft die ganze Geschichte. Die Zielsetzung, die wir uns gesteckt haben, ist im Endeffekt, dass wir ein Datenmanagementsystem aufbauen wollen für Unterwasserfahrzeuge. Das soll einerseits Daten und Metadaten erheben unter Wasser. Es soll aber auch raumzeitliche Abfragen bereitstellen. Quasi, wo hat sich vor kurzem folgender Sensorwert um diesen Faktor erhöht oder so welche Sachen, sowas beispielsweise. Das Ganze wollen wir dann auch nach raumzeitlichen Kriterien quasi verwalten, sodass wir auch effizienten, effektiven Zugriff auf die Daten haben und nicht halt ewig warten müssen, bis wir eine Auswertung haben. Unten als Schaubild einmal dargestellt ist das Ganze karikatiert. Wir haben links ein autonomes maritimes System, das könnte unser Unterwasserfahrzeug beispielsweise sein, und rechts eine zentrale Datenbank, wo wir im Endeffekt die ganzen Daten danach speichern und wieder bereitstellen.
Zur Laufzeit von einer Mission von so einem Unterwasserfahrzeug wollen wir dann auch gerne die Daten anderen Unterwasserfahrzeugen bereitstellen. Wie das funktioniert, werde ich gleich nochmal darauf zurückkommen. Die Herausforderung, vor denen wir stehen, ist diesmal besonders. Im Gegensatz zu Fahrzeugen, die an der Luft sich befinden, haben wir in diesem Fall beispielsweise kein breitbandiges Übertragungsmedium zur Verfügung. Luft, WLAN, so welche Geschichten funktionieren unter Wasser nicht. Das bedeutet, wir sind auf andere Technologien angewiesen. Auch das begrenzte Gesamtgewicht macht zu schaffen, weil wir im Endeffekt keine hochleistungsfähigen Rechner unter Wasser hinstellen können, die die ganzen Geodaten prozessieren können, sondern wir brauchen irgendwas Effizientes, Kleineres. Neben der Energie, die auch limitiert ist, können wir auch unter Wasser schlecht verorten. Das heißt, wenn wir über Wasser auch mit DGPS super hohe Genauigkeiten bekommen, können wir unter Wasser halt nur ungefähr die Position bestimmen. Und das mit anderen Technologien, die ich gleich auch nochmal zeigen werde. Wir setzen, wie schon beschrieben, den BlueRov 2 ein. Das ist ein Open-Source-Hardware-Gerät im Endeffekt. Das kommt in kleineren Bauteilen angeliefert, muss man noch so ein bisschen zusammenstecken. Kostet ungefähr 3.500 Euro. Das Ganze läuft mit dem Raspberry Pi. Den kann man jetzt aktuell wieder austauschen, hat wieder ein bisschen 200 MHz her. Und das, was jetzt interessant ist, ist die Kommunikation und Positionierung unter Wasser. Es gibt sogenannte Akustikmodems, die tatsächlich auf Basis von Akustik einen Datenaustausch ermöglichen, aber auch die Positionierung mit Laufzeitmessung und Richtung. Das Problem dabei ist, jeder, der schon mal das Datenvolumen von seinem Smartphone aufgebraucht hat, weiß, wie ärgerlich es ist, wenn man eine Webseite aufrufen möchte. Und die erlauben maximal eine Übertragungsrate von 13,9 Kilobit die Sekunde. Das ist ein Bruchteil von dem, was man trotzdem noch hätte mit der Datenübertragung des Handys. Also es ist wirklich, ein Bild würde ich nicht übertragen. Die Steuerungssoftware, die wir einsetzen, ist Dune. Das ist an der Universität Porto in Portugal entwickelt worden. Ist Open Source, kann jeder einsehen und ist für Unterwasserfahrzeuge, aber auch für fliegende Vehikel entwickelt worden. Da kann jeder, der sich dafür interessiert, mal einen Blick drauf werfen. Und das ganz Interessante, das wird auch gleich nochmal zum Thema kommen, ist der Simulationsmodus dabei. Das heißt, wir brauchen gar nicht unbedingt ein Gefährt, an dem wir jedes Mal praktisch arbeiten, sondern wir können das Ganze, dieses Vehikel komplett simulieren. So, wenn wir jetzt ein Unterwasserfahrzeug mal losfahren lassen und Beobachtungsdaten erheben wollen, dann ist unser Ansatz in diesem Fall gewesen, dass wir mal schauen, was bietet der OGC denn so an Sensordatenverwaltung. Und dann ist uns ins Auge gefallen, dass die OGC SensorThings API, die seit 2016 quasi als Standard gilt und auch Teil des Sensor Web Enablements ist. Und die Kernidee von diesem Standard ist beim Datenschema, dass quasi die Daten als Datenströme abstrahiert werden. Also jeder Sensor, sieht man oben links, verfügt über verschiedene Sensordatenströme, die verschiedenen Geräten im Endeffekt zugeordnet sind. Das ist jetzt etwas komisch, dass wir dieses Konglomerat für Überwasser Internet of Things auf Unterwasser portieren wollen, hat aber einige Vorteile. Hat den Vorteil beispielsweise, dass wir die Beobachtung, die oben rechts in dem Diagramm zu sehen sind, nicht direkt mit der Geometrie, wo befindet sich diese oder wo wurde diese Beobachtung aufgenommen, verknüpft ist oder in einer Relation direkt drin ist. Die Verknüpfung findet im Endeffekt über die Zeit statt. Und das hat einen gewissen Vorteil. Und zwar unter Wasser, wenn man sich mal nicht verorten kann und man möchte einen Datensatz generieren mit einer Beobachtung und auch einer Geometrie, wo befinde ich mich gerade, ist das Problem, welche Geometrie schreibe ich denn da jetzt rein? Im schlimmsten Fall liegt auch noch ein Constraint auf der Attributtabelle, sodass irgendwas eingetragen werden muss. Und im schlimmsten Fall wird dann eine letzte Position eingespeichert, die im Endeffekt auch total falsch sein kann. Das heißt, wenn wir Verknüpfung über die Zeit machen, haben wir da noch die Möglichkeit zu interpolieren oder andere Mechaniken einzubauen. Aber so wird auf jeden Fall sichergestellt, dass erstmal keine falsche Koordinate eingetragen wird oder keine total falsche. Ein Problem ist allerdings doch dabei aufgekommen, dieses Datenschema einzusetzen, und zwar beim Internet of Things ist es so, oder die Macher haben sich dabei gedacht, wir haben ja verschiedene Räumlichkeiten beispielsweise. Wir haben diesen Hörsaal, wir haben auch den Hörsaal unten 4. Und wenn wir hier Sensorik hinstellen, die wir irgendwie miteinander kommunizieren lassen wollen, dann kann es ja sein, dass wir die Geräte öfters mal verstellen. Das heißt, wir definieren diesen Raum als Örtlichkeit mit einer Geometrie.
Und deswegen gibt es quasi eine Location-Relation, die diese Geometrie mit dieser Räumlichkeit beschreibt. Nun, unter Wasser oder auch andere Fahrzeuge, die unterwegs sind, die kommen ja selten genau zu der gleichen Koordinate, wo sie vorher waren. Das heißt, dieser Mechanismus an der Stelle ist eigentlich überflüssig, wenn nicht sogar schlecht für uns. Das heißt, an der Stelle haben wir eine kleine Veränderung vorgenommen am Datenschema. Wir haben die, wenn man es nochmal sieht im Vergleich, Location und Historical Location und Links zusammengefasst in Location, wo direkt die Zeit mit der Geometrie, also wo befindet sich das Fahrzeug, zusammengefasst. Der Vorteil an diesem Datenschema ist, das können wir mit SQLite und Spatialite umsetzen. SQLite ist auch schon fester Bestandteil von Dune, von dem Unterwasser-Framework zur Steuerung, sodass wir an der Stelle gar nichts mehr neu implementieren mussten, sondern wir haben im Endeffekt nur noch Spatialite dazugeladen und haben die ganzen Funktionalitäten, die man so kennt, direkt zur Verfügung. Das heißt WKT, WKB, räumliche Indizes und so weiter. Wem aufgefallen ist, dass an dieser Stelle bei Observation, also dort, wo die Beobachtung im Endeffekt eingetragen werden, kein Datentyp steht, ist auch problematisch. Verschiedene Sensordatenströme können ja auch verschiedene Datentypen generieren. Es kann real sein, es kann aber auch ein Blob sein, Bild, whatever, so welche Geschichten. Und da kommt eine Besonderheit von SQLite zum Tragen, und zwar das Typsystem. Und zwar ist es nicht wie bei anderen Datenbanksystemen, wo wir einen festen Datentyp in der Relation angeben müssen, sondern es ist nur ein vorgeschlagener Datentyp, quasi eine Empfehlung. Oben das CreateTableStatement hat den Datentyp Real angegeben, bedeutet aber nicht, dass wir nicht andere Datentypen im Endeffekt in der Spalte eingeben können. Unter dem Stichwort ColumnTypeAffinity und StorageTypeAffinity sind wir in der Lage, auch Integerwerte oder Text oder sogar Blobs hineinzuwerfen. Problematisch wird es dann natürlich erstmal wieder beim Auswerten. Also was kommt da zurück, wenn ich da jetzt ein Select drauf mache? Da müsste man in die Dokumentation von SQLite gucken. Und zwar versucht SQLite dann automatisch eine Typkonvertierung vorzunehmen und die dann halt auszugeben. Und durch diesen Mechanismus sind wir auch in der Lage, in einer Relation dann quasi alle Sensorbeobachtungen abzulegen und das Schema von vorhin anzuwenden. Da jeder Datenstrom, den wir aber ja auch haben, immer nur vom gleichen Datentyp ist, ist das aber auch soweit in Ordnung. So, als nächstes haben wir überlegt, ja, so ein Unterwasserfahrzeug oder generell so welche Fahrzeuge können ja auch Messwerte in etwas höheren Frequenzen generieren. Das heißt, nicht nur alle Sekunde mal, sondern vielleicht auch 20 Hertz, 40 Hertz, so welche Geschichten. Und dann haben wir gesehen, okay, SQLite und Spatialite basieren im Endeffekt auf einer Architektur, die rechts abgebildet ist, die mit einer virtuellen Maschine arbeitet. Diese virtuelle Maschine ist im Endeffekt in der Lage, Bytecode auszuführen und ist dafür zuständig, SQL-Statements, die in Bytecode überführt sind, auszuführen und das relativ performant. Wenn man jetzt allerdings jedes Mal ein SQL-Statement absetzt in Text, muss man diesen kompletten Pfad rechts durchlaufen. Das heißt, man geht über das Interface, der Command-Prozessor kommt, der Tokenizer, der zersetzt quasi das SQL-Statement in die einzelnen Exeme und der Parser, der Code-Generator, und im Endeffekt erst dann wird es zur virtuellen Maschine weitergereicht. Mit Prepared Statements kann man dem etwas entgegenwirken, und zwar, dass man die SQL-Statements direkt einmal kompiliert und nur noch die Daten, die man quasi beim Einfügen hinten, muss man nur noch anbinden im Endeffekt. Das heißt, das Statement ist einmal übersetzt. Das Ganze macht das etwas performanter. Problematisch wird es allerdings, wenn wir Geometrien einfügen wollen, weil die Bind-Operationen arbeiten auf primitiven Datentypen. Das heißt, Real, Integer, Text, Blobs sind möglich und keine Ergebniswerte einer Geofunktion beispielsweise, wie es jetzt hier unten einmal dargestellt ist. STGeom from Text wäre so ein Problemfall. Die kann nämlich nicht an dieses Prepared Statement angebunden werden. Unten ist mal ein Beispiel, was halt an der Stelle nicht funktionieren würde. Mit DateTime, da ist der Rückgabewert fest definiert im Endeffekt, jedes Mal, der zurückkommt. Aber bei der Geometrieerzeugung sind halt immer wieder neue Eingabeparameter notwendig und der Rückgabewert müsste im Endeffekt eingespeichert werden.
Lösungsbehelf, den wir gemacht haben, ist, dass wir in die Dokumentation von Spatial Light geguckt haben. Wie sieht die Definition von Geometriedatentypen denn intern aus? Die Dokumentation ist relativ offen, sodass wir auch schnell reproduzieren konnten, einmal einen Punkt, einen dreidimensionalen Punkt im Endeffekt darzustellen. Das sieht man jetzt oben links, das muss man nicht verstehen. Und unten rechts dann entsprechend die wichtigen Bytes rausgepickt, die halt für das MBR und die eigentliche Position zuständig sind, haben wir dann einfach manuell überschrieben und das als Blob an das Prepared Statement angebunden und dann jedes Mal ausgeführt. Das ist performanter, als würde man jedes Mal neu diesen kompletten SQL-String zum Einfügen der aktuellen Position verwenden. Um das Ganze dann auch mal darzustellen in QGIS, also das ist bis jetzt quasi einmal ein Arbeitsablauf gewesen, haben wir dann die Tabellen versucht wieder alle zusammen zu joinen, um quasi ein Ergebnis mal darzustellen. Und da sind wir auch auf ein Problem gestoßen, und zwar diese Verknüpfung mit der Zeit. Wenn wir einen Datensatz erheben, einen Sensormesswert, der ist zu einem bestimmten Zeitpunkt X, und wir haben eine Position zu einem Zeitpunkt Y, sind die in der Regel nicht gleich. Somit haben wir ein Problem, die miteinander zu joinen, weil wir haben keinen eindeutigen Schlüssel, an dem wir das irgendwie klar machen können. So, was haben wir jetzt an der Stelle gemacht? Wir haben einfach geguckt, okay, wir wollen zu diesem Zeitpunkt, also man muss sich entscheiden, möchte ich meine Position als primäre Tabelle an Left Join nehmen oder halt die Beobachtung. Wenn man jetzt die Position nimmt, kann man sich einen Zeitstempel heraussuchen und die rechten Tabellen quasi einmal nach Zeit sortieren und dann schauen, welche Zeiten sind größer als die, die ich rausgepickt habe, und gruppiere einfach mal den ganzen Krempel. Somit habe ich einen Zeitstempel, der quasi als nächstes in der Folge kommt und kann den dann joinen. Das ist eventuell nicht die beste Möglichkeit, da gibt es sicherlich noch optimiertere Ansätze, aber an der Stelle ist es ein guter Behelf. Ja, und nachdem wir dann eine Spatial View auch nochmal angelegt haben, können wir das Ganze dann gleich mal in QGIS angucken. Und das sind dann auch die Ergebnisse, die ich jetzt einmal zeigen möchte. Das ist jetzt hier mal eine Simulationsfahrt, die wir mit dem Dune gemacht haben. Also es ist jetzt keine reelle Fahrt, sondern tatsächlich komplett simuliert. Hier sind jetzt 113 Messwerte aufgenommen worden, die die Wassertemperatur darstellen. Das ist hier ein Track von 107 Metern. Und das Schöne ist natürlich bei Spatial Light, wir können die Datei einfach jetzt nehmen, einfach auf unseren Rechner werfen, QGIS anschmeißen und direkt visualisieren. Also es ist wirklich out of the box möglich und somit auch wirklich schön handhabbar. Ich habe dann auch mal das QGIS mit der 3D-Visualisierung angeschmissen. Ich habe bewusst diesen Ausschnitt genommen, weil wir dort dreidimensionale Untergrundinformationen bekommen haben vom Wasser- und Schifffahrtsamt, die wir jetzt quasi da auch einmal dargestellt haben. Und hier kriegt man einen besseren räumlichen Eindruck, wo ist unser Vehikel eigentlich später lang gefahren. Ja, dann kommen wir auch schon zum Fazit. Was wir daraus genommen haben oder was wir daraus geschlossen haben, ist, dass wir mit Hilfe von der SensorThings-API beziehungsweise mit dem Datenschema des Standards zusammen mit Spatial Light heterogene Sensormessdaten auf Unterwasservehikeln speichern können, verwalten können. Wir können auch super drauf zugreifen im Endeffekt. Wir müssen allerdings, um die Position zu speichern, Geometrieblobs im Endeffekt vordefinieren, die wir selber so ein bisschen anpassen und die wir dann an Prepared Statements hinten ran binden. Und halt dieser Join auf Basis von Timestamps, der muss noch etwas optimiert werden, weil das ist nun wirklich nicht die effizienteste Art und Weise. Der Ausblick, der daraus entstanden ist, ist im Endeffekt, ja, wir sind in der Lage, eigentlich alle Daten irgendwie abzuspeichern, zu verwalten. Das ist jetzt vielleicht nicht die größte Hexenkunst. Was aber interessanter ist, auch im Hinblick auf diese begrenzte Datenübertragung, die wir haben, was können wir aus diesen Datenströmen eigentlich ableiten unter Wasser? Also welche Informationen können wir aus dauerhaften Sensorwerten eventuell ableiten und die Ergebnisse verteilen, weil das ist im Endeffekt wesentlich weniger Datenumfang ist, als dass wenn wir wirklich alle Informationen verteilen würden. Wir wollen auch gerne in diesen dreidimensionalen Raum etwas vorstoßen, weil Spatial Light ja typischerweise nur zweidimensionale Funktionen bereitstellt, aber unter Wasser auch in der Regel öfters mal die dritte Dimension wirklich zum Tragen kommt. Und an der Stelle sind wir jetzt auch weiter am Arbeiten und denke, sind da auch demnächst auf einem guten Pfad. Und nachdem ich jetzt über meine Literatur einmal überspringe,
bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Dann bedanke ich mich bei Tobias Werner und gibt es noch Fragen? Hallo. Hallo. Danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage. Du hattest gesagt, ihr habt auch Stereokameras. Das heißt, das sind ja auch Sensordaten, aber ein bisschen volumiger, sage ich jetzt einfach mal, als eine Temperaturmessung. Wie geht ihr damit um? Speichert ihr das in Spatial Light ab oder speichert ihr nur die Bilder ab, dass ihr die referenziert? Tatsächlich, an diesem Punkt sind wir noch nicht. Also das Projekt läuft seit ungefähr, also knapp über einem Jahr. Der Kollege, der für die Unterwasserfotogrammetrie zuständig ist, kämpft auch quasi gerade mit diesem Problem. Aktuell hat er noch eine Strippe nach oben, wo er tatsächlich 3 Gigabit-Leitungen, also dreimal 1 Gigabit zur Verfügung hat. Das ist ein Problem, das ist uns bekannt. Wir versuchen da auch irgendeine Lösung zu schaffen, aber aktuell haben wir da noch keinen grünen Zweig gefunden. Also ist auf jeden Fall ein Hot Topic. Ich fand den Vortrag sehr interessant und sehr gut, erlaube ich mir mal zu sagen an der Danke. Stelle. Ich habe eine Frage zu der Stereokamera auch. Ihr macht ja fotogrammetrische Vermessungen unter Wasser und da habe ich 2 Fragen. Einmal die Frage zur Anwendung, also wofür? Und dann zu den technischen Details, also Basis, Chip, Brennweite vielleicht und vor allem auch Synchronität des Auslösens. Ja, also ich bin nicht direkt involviert, also der Kollege macht das im Endeffekt, aber ich versuche das mal soweit zu beantworten. Die Anwendung im Endeffekt könnte sein, dass wir, also es gibt dieses sogenannte SLAM beispielsweise, Simultaneously Localization and Mapping, glaube ich, heißt es, also wo man quasi sich im Raum mit Kameras die Umgebung aufnimmt und anhand dessen eine Karte anfertigt und sich in diesem Raum dann wieder positionieren kann. Also im Endeffekt, man setzt einen Roboter über Wasser einfach irgendwo hin und er wie so ein modernerer Staubsaugerroboter im Endeffekt. Und dieser Ansatz beispielsweise könnte oder ist im Versuch, auch unter Wasser anzuwenden. Problematisch natürlich Sichtweiten. Also wir können nicht irgendwie im schlechtesten Fall kilometerweit gucken, sondern halt nur ein paar Zentimeter. Nichtsdestotrotz kann man das allerdings zur Verbesserung der aktuellen Positionierung unter Wasser versuchen. Also dass man mit verschiedenen Sensordaten über Sensor Fusion im Endeffekt dann die eigene Position vielleicht etwas verbessert. Zur technischen Grundlage, der Kollege hat 3 Basler Ace Cams unter Wasser, das sind so kleine Industriemesskameras, 2 vorne blickend, 1 rückblickend und hat eine stabile Basis im Endeffekt hergestellt und versucht dann ja, jetzt in den Versuchen und Tests quasi diesen Ansatz, den ich gerade vorhin einmal kurz erklärt habe, umzusetzen. Basisabstand meinen Sie? Also so 30 Zentimeter vielleicht, ja. Ja, tatsächlich. Also wir haben eine Hardware-Triggerung vorgenommen mit 20 Hertz aktuell, haben experimentellen Arduino genommen, der quasi einmal kalibriert auf 20 Hertz tatsächlich versucht, stabil zu funken und also im Endeffekt eine galvanische Auslösung. Also da mehr Synchronität können wir da an der Stelle eigentlich gar nicht herstellen. So, noch Fragen? Ich habe noch eine Frage, die... Du sagtest, dass es nicht immer so ganz einfach ist, die Sensordaten mit den Lokalisationsdaten zu matchen, also beziehungsweise, weil es zeitlich nicht gleichzeitig abläuft. Ist es da nicht, also ich kenne das aus anderen Bereichen, wo man quasi auch einen Trigger hat, der dann zu einem Zeitpunkt alle Messwerte abfragt, dass die dann von der Zeit her quasi zusammen synchronisiert sind. Wäre das vielleicht ein Ansatz? Das wäre ein Ansatz. Das Problem dabei ist, dass eventuell einige, also natürlich auch auf die Anwendung, es hängt von der Anwendung ab. Wenn ich jetzt beispielsweise meine Kameras mit 20 Hertz befunken muss, um meinen SLAM beispielsweise durchzuführen oder andere Mechanismen, und ich habe vielleicht noch andere Sensorik, die etwas träger ist, die diese 20 Hertz gar nicht schafft. Da muss man gucken, okay, dann könnte ich natürlich auch sagen, okay, du lädst jetzt nur alle 3 Intervalle im Endeffekt aus. Umgesetzt ist das Ganze allerdings auch anders in diesem Dune. Also es ist tatsächlich
das sind verschiedene Threads, die überall arbeiten und für sich dann die Sensoren abarbeiten. Die zu synchronisieren habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber es wäre ein Ansatz, ja. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist das tatsächlich was, was wir uns mal angucken müssen. Danke. So, eine Frage lasse ich noch zu. Und ich denke, der Tobias Werner ist sicher auch noch bereit, nachher Fragen zu beantworten. Gibt es noch eine Frage? Okay, dann geht es um 9:35 Uhr weiter mit dem nächsten Vortrag.